Hallo, liebe Abgefahrennutzer, hier sind eure Experten, der Fabian und der Freddy natürlich. ja, wir sind heute Abend, also quasi jetzt, während ihr diesen Artikel lest, sind wir bei Günther Jauch im Studio bei Wer wird Millionär? Allerdings nicht als Kandidat, sondern als Zuschauer. Und wir dachten uns, was liegt da näher, als die App mal zu kaufen und zu installieren. Ich würde sagen, wir übergeben mal das Wort dem Frederik, der jetzt hier die ersten Fragen mit seinem qualifizierten Fachwissen beantworten darf, während ich mich dann nachher dann wieder einschalte. Ja, ist natürlich schon kompliziert hier, der schiefe Turm von Pisa natürlich. Man klickt einfach auf die Antwort und danach sieht man natürlich, ob es richtig oder falsch ist. Und wir haben 50 € gewonnen. Ist schon mal nicht schlecht. In welchem Land spricht man Afrikaans? Ja, wahrscheinlich, vermutlich in Südafrika. Wie kommst du nur Könnte man drauf darauf? kommen, also es ist noch relativ einfach. Wie heißt die japanische Währung? Ja, Euro haben die noch nicht. Wird's wohl der Yen sein. Aber vielleicht sind die auch im Euro-Rettungsschirm. Ich glaube, vielleicht eher Griechenland. Wie nennt man die Kunst des Papierfaltens? Das ist natürlich Origami. Kann ich überhaupt gar nicht. Aber Weiß, wie dafür man gibt es Dollarscheine 300 zu Euro. Sternen faltet. Ja, hast du es nicht machen lassen? Nein, da habe ich ein Geschenk gemacht und ich weiß jetzt, wie das geht. Aus wie vielen Staaten bestehen Ha! die USA? Oh, da muss ich schon nachdenken. Das mittlerweile ist das aber nicht mehr korrekt. Ach so. Weil ich musste nämlich 52 Sterne für dieses komische Geschenk machen Ach und so, hier da aber sind nur es jetzt 50. wahrscheinlich nur 50, Ich ne? würde behaupten, Nehmen also wir dann mal ist diese 50. Frage nicht aktuell. Wenn es jetzt 62 werden, ist es ziemlich doof. Also das stimmt nicht, da Herr Jauch. Schon mal ein Punktabzug, ne? Punktabzug. Was man generell sagen kann, ist, dass der Schwierigkeitsgrad der Fragen sehr abdeckend ist. Also man kann auch mal jetzt zum Beispiel, wen schlug Napoleon 1815 bei Waterloo? Ja, keine Ahnung. Es wird aber wahrscheinlich der Wellington gewesen sein. Würde ich jetzt raten. Wissen ist Wir sind in ja. Geschichte bin ich jetzt nicht so der Knaller. Ich meine, sonst fallen wir auf 500 €, aber Ja, wir haben ja noch ein da muss paar Wellington Joker. sein. Also Hannibal macht keinen Sinn und Custer noch nie Kenne ich gehört, nicht. aber Wellington hat man schon mal so irgendwie Ja, das gehört. könnte so im Zusammenhang passen, ne? Puh. Ah, nochmal Glück gehabt. Es gibt übrigens keinen Publikumszusatzjoker. Wo liegt das Herz von Schopenhauer? Ja. Das Sollen wir kann man das? nicht Jetzt wissen. könnte man hier diese Frage tauschen. Ja, dann Ja? tausch mal. Komm. Also ich als Kunstbanause, das Schopenhauer ist ja irgendwie so ein Künstler, ne? Ja, hat man schon mal gehört, aber wo der lebt oder wo der aufgewachsen oder gestorben ist oder Warschau. begraben. Du warst doch da in Warschau. Ja. Hast dir nur dieses komische Spiel angeguckt, ne? Ja, sicher. Was war das? Türkenvater, Türkenkönig, Türkenkaiser, Türkenführer. Also ich vermute ja den Vater, ne, aber. Es könnte was mit der Türkei zu tun Ja, haben. das ist richtig. Entweder heißt Vater, König, Kaiser oder Oder Fürst. Fürs, ja. Ja, Atta. Was heißt denn Atta? Hat man ja schon mal gehört, so auf der Straße. Ich kenne nur diesen Atta, das war dieser Terrorist gewesen, ne? Ja, Aber der hat stimmt. damit nichts zu Ich tun. glaube nicht. Ja, sollen wir mal das Publikum Den befragen? befrag mal. Also ich schätze ja A, Ich aber sag weiß mal ich so, nicht. 80% werden das sicher. Bah, 70. 70. Immer Aber Intuition, würde ich sagen. nehmen wir trotzdem? Ja, sicher. Könnte man drüber Ah, nachdenken. ich glaube schon. Der Türkenvater. Wir, die haben uns hier verarscht. Glück gehabt, 2000 €. Also, sonst hätten die aber auch Ärger gekriegt. Wer malte das Bild Guernica? Das ist zum Beispiel so eine Frage, wenn ich im Fernsehen gucke, komme ich locker bis 16.000 mitten, aber das. Da hört es schon auf mit dem Keine Wissen. Ahnung. Goya, Munich, Moni. Da kann man sich auch irgendwie nicht zusammenreimen oder irgendwo ableiten oder Nee, so. Also ich das kann geht auch gar keinen nicht. ausschließen, weil. Nee. Okay, Picasso hätte man vielleicht schon mal gehört. Ich kenne auf jeden Fall, bis auf Goya, habe ich alle schon mal gehört. Ja, okay, gehört schon. Ich würde sagen, hier Ja, Telefonjoker. 50-50 bringt nichts, weil Nee, da hat ist man das dann Wissen einfach einen nicht. hier zur Ah, Auswahl. ja. Der Lennart, der hat Den. zwar eine Brille auf, aber der hat keine Ahnung. Also. Der hat mich schon zweimal verarscht. Sagst du hier Blond die. oder braun? Keine Vorurteile, aber ich würde sagen, wir nehmen Lissy. Okay. Die zeigen dann immer prozentual an, wie. Ach, man Wie hört soll man gar nichts. muten? So, D60 ist ein Picasso. Picasso. Das Aber 60% ist ja auch ist nicht jetzt. gerade viel. Ich hätte Picasso auch als letzten gesagt, weil ich Ach dachte, wenn so. Picasso hier so ein Bild gemalt hat, dann hätte man das vielleicht mal gehört. Ja, dann ist ja noch die Möglichkeit 50-50. Nochmal einen nach. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Doch dabei jetzt. Das ist natürlich Ich glaube, da ist jetzt jetzt die bitter. 4.000 € Frage, Ja, ne? würde ich auch sagen. Aber wir können natürlich Aber, raten und dann runterfallen, aber. ja, wir machen mal hier den. Ah, Ja, okay. gut. Da sind vielleicht doch Picasso. Würde ich auch sagen. Glauben wir das mal, ne? Sieht gut aus. Ein Joker verschenkt.
Wie viele Amtssprachen gibt es in der Schweiz? Drei. Drei? Oder vier? Also. Weiß ich nicht. Französisch? Ja. Könnte man meinen. Deutsch? Deutsch. Italienisch? Ja. Mehr würden wir. Ich meine, Schweizerdeutsch ist keine Sprache. Nee. Amtssprache. Also kann ja auch sein, dass die von früher noch irgendeine Amtssprache haben. Ja. Aber das Spiel hat uns ja auch gerade schon verarscht mit den 50 Staaten in den USA. Das stimmt. Also ich würde drei sagen, ja, weil wir sind ja nicht hier, um aufzugeben. Wir sind ja das angefahren. Ist richtig. Ja, komm, tipp mal drei an. Loggen wir mal ein, ne? Wir könnten jetzt nochmal, das ist sowieso eine Frage, ja. Ein Telefonjoker, ne? Mhm. Das habe ich ja zu dir schon immer gesagt, wenn da einer Telefonjoker benutzt, wenn ich da sitzen würde, würde ich ja sagen, Freddy, google mal nach dem und dem. Bei der Frage ist es vielleicht nicht ganz so da gut. Da kriegt man aber hin. Aber, ja, aber es gibt einfache Fragen. Wenn das so irgendwelche... So Wissensfragen. Du musst Wissensfragen, vor allem, ja. wenn ein bestimmtes Wort kommt, was irgendeine, ne, Bedeutung hat, dann kannst du in 30 Sekunden kann ich dir 10 Wörter googeln. Können wir doch quatschen, ey. So, wir machen mal 3. Ah, 4, ey. Was hab ich gesagt? Kann nicht sein. So, 500 Euro. Der Jauch hätte uns bestimmt da jetzt abgeraten von, ne? Ja, aber der Herr Jauch, der ist hier in der Version gar nicht enthalten. Ja. Was natürlich den Charme von wer der eigentlich ausmacht, weil der kann das doch, der ja auch. Das ist richtig. Wir werfen noch einen Blick hier rein. Wir haben die Einstellungen. Da kann man nochmal so zum Beispiel die Sortieraufgaben am Anfang machen, wobei ich das recht deprimierend finde, wenn immer der Computer schneller ist als du selbst. sonst wäre. Kommst ja nie auf den Stuhl, ne? Nee. Ja. Du darfst auch nicht wiederkommen. Ja, ach doch, man darf da wieder, aber man darf nein, nicht. Nein, nein, wenn du einmal auf dem Stuhl warst, genau, darfst du nicht wiederkommen. Wenn du da in der Auswahlrunde bist, dann darfst du natürlich, genau, aufkommen, wie du willst. Und was wir schade finden, nur 500 Fragen, die haben eigentlich relativ schnell durchgespielt. Man kann sich Fragen kaufen, aber da kosten 250 neue Fragen 1,59. Das ich glaube, die richtige Antwort ist ja A. Bin ich dafür. In diesem Sinne gucken wir mal, ob wir heute vielleicht als Publikumsjoker ins Fernsehen gekommen sind. Und falls das der Fall ist, dann sagen wir euch auf jeden Fall ja, Bescheid. Preislich noch ganz kurz, 2,39 iPhone, 3,99 iPad. Und ja, vielleicht etwas besser zu empfehlen ist das Wissenstraining, was wir euch auch im Artikel noch verlinkt haben. Aber insgesamt, Wer wird Millionär ist natürlich der Name, der macht's aus. Ne? So sieht's aus. In diesem Sinne,